Wir begrüßen Sie zur heutigen Ligapartie. Wolfuß und Frank Puschmann sind für Sie live vor Ort. Und ich erwarte einiges vom heutigen Spiel, Wolf. In wenigen Augenblicken dürfte es dann auch losgehen. Borussia Mönchengladbach könnte heute an den Heimsieg anknüpfen, als man es mit dem VfB Stuttgart zu tun hatte. Herausragenden Fußball haben sie bei diesem 5:1 Erfolg gezeigt. Und wir können uns für meinen Geschmack, das ist wieder mein berühmt-berüchtigtes Bauchgefühl, berechtigte Hoffnung machen, heute wieder so von ihnen unterhalten zu werden. Wir erleben hier heute ein wirklich tolles Duell. Jawohl, Wolf, auf die beiden freue ich mich immer. Die gehören in puncto Offensive, für mich zumindest, zur absoluten Elite. Hier die Anfangsformation der Wolfsburger. Sie wählen in diesem Spiel ein 4-4-2 mit Raute, mit einem offensiven Mittelfeldspieler als Unterstützung für die beiden Angreifer. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Und noch mal kurz zu Max Kruse. Heute trifft er auf seinen Ex-Club. Sicher ein ganz besonderes Spiel für ihn. Da kannst du mal von ausgehen. Der wird richtig motiviert sein. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Und jetzt ein Zweikampf. Und nun ein Schuss. Ganz stark abgeblockt. Raphael! Und er trifft! Der war schwer zu nehmen, aber er macht ihn rein. Ganz stark gemacht, ein richtig schönes Tor. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Slash. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Der Ball kommt gut. Und Rodriguez. Und damit sind sie am Ball. Er ist frei, da kann was draus werden. Gibt's jetzt die Torchance? Da ist das Tor. Super platziert in den Winkel. Tja, ich sag mal, da kann man dem Torhüter keinen Vorwurf machen. Muss sich ja irgendwann entscheiden. Ja, und das nutzen die Gegner in Überzahl dann natürlich aus. Da fragt man sich eher, was hat die Abwehr in dieser Situation gemacht? Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Ilavogi. Ricardo Rodriguez jetzt. Flanke kommt, wird das eine Chance? Sie haben den Ball. Schuss! Und da ist das Tor. Da haben wir jetzt einen weiteren Gegentreffer für Sie. Und jetzt können Sie wohl nur noch ein Ziel haben, Buschi. Genau, und das heißt Schadensbegrenzung. Irgendwie müssen sie den Fuß wieder reinbekommen in dieses Spiel, damit es nicht noch übler ausgeht. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch.
Lars Dost. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Da kommt der Schuss. Zu unkontrolliert abgeschlossen, die Kugel geht deutlich übers Gehäuse. Jetzt kommt nochmal die Wiederholung vom Treffer eben. Ein Distanzschuss wie aus dem Bilderbuch, voll abgezogen und das Geschoss schlägt unten links ein. Trash. Rodriguez am Ball. Robin Knoche. Askuis. Gelavogi. Draxler. Und jetzt ein Schuss. Der Ball ist drin. Der erste Treffer hat ihn wohl beflügelt. Das ist hier schon der zweite. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Trash. Fabian Johnson. Dahoud. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Kur ist am Ball. Sprenger. Sie liefern heute, man muss es deutlich sagen, eine schlechte Leistung in diesem Heimspiel ab. Man merkt das auch, von den Tribünen kommt nichts mehr. Ja, das ist eine ganz neue Situation für die Fans hier, Wolf. Die werden normalerweise verwöhnt. Und es scheint mir so, als wüssten sie überhaupt nicht, da hat er sich mächtig viel vorgenommen. Vielleicht doch ein bisschen zu viel mit diesem Schuss. Und jetzt die Gelegenheit, nochmal auf diesen Treffer zu gucken. Links klingelt's wuchtig, kann man da nur sagen. Askuis. Den Ball kann er abfangen. Da passt der Klasse auf. Die Ecke könnte Gefahr bringen. Aus der Distanz zieht er da ab. Das sieht auch richtig gut aus. Aber der Torwart hat die passende Antwort. Da hat der Keeper richtig gut aufgepasst und den Schuss entschärft. Super Aktion, gut geklärt. Da kommt der Schuss. Brillant gemacht. Die sind richtig gut drauf heute. Ein weiteres Tor. Und der Gegner muss aufpassen, dass ihm das hier nicht komplett entgleist. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch am Spielstand aus. Maximilian Arnold. Da zieht er ab. Das lässt er sich nicht nehmen. Er trifft. Und das auch noch gegen seine ehemaligen Mitspieler.
Da macht der Torhüter gar nichts. Der Ball schlägt direkt unter der Latte ein. Da gab es wirklich nichts zu halten. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Und mit dem Spielstand von 5:1 geht es hier weiter. Starten Sie jetzt ein Comeback in diesem Spiel? Was meinst du? Es gibt ja nichts, was wir... Macht er ihn! Der wäre gut gekommen, aber... Und den Freistoß können Sie jetzt direkt versuchen. Giri zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Hier nochmal in der Wiederholung. Ja, klar. Foulspiel hier. Richtige Entscheidung des Referees. Da sehen wir hier nochmal ganz deutlich unfaires Einsteigen. Da war er schon wieder mittendrin. Ja, hier trifft er zwar nicht, aber zwei Treffer hat er schon. Das ist eine gute Leistung. Und das ist große Klasse. Das ist ein Abschlussspieler. Im Strafraum abgezogen, unhaltbar in den linken Winkel. Arnold. Trash. Der Ball kommt. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. Draxler. Mit dem Spielstand hätte man zur Pause wohl nicht gerechnet. In der ersten Hälfte hat er richtig gut gespielt, oder Buschi? Die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung im ersten Durchgang. Und jetzt laufen die zweiten 45 Minuten. Die erste Hälfte war eine klare Angelegenheit. Ich bin gespannt, ob sie nochmal ins Spiel zurückkommen. Das war etwas sehr optimistisch. Die Entfernung war doch zu groß. Da hat der Torwart gar kein Problem. Jetzt Rodriguez. Nun Stranzl. Und jetzt der Schuss. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Standards können eine Waffe sein. Mal sehen, wie die Ecke wird. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Trifft er, ja, drin. Tor. Der erste Treffer hat ihn wohl beflügelt. Das ist hier schon der zweite. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Aktueller Spielstand jetzt also 6:1. Draxler. Maximilian Arnold. Gut gemacht, den Ball holt er sich.
Branimir Gota. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Sprenger. Arnold. Und das war's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Bald heißt es also wieder Bundesliga-Fußball für den VfL Wolfsburg. Dann geht es auswärts gegen Hoffenheim. Er zieht ab. Gute Aktion vom Torhüter. Tor, ganz stark gemacht. So, jetzt gibt es natürlich auch die Wiederholung dieses Treffers. Da ärgert sich der Torhüter und das ganz zu Recht. Er hält erst gut, aber hat im Anschluss keine Chance mehr. Wir sehen hier das nächste Spiel der Gladbacher eingeblendet. Buschi. Ja, es geht gegen Eintracht Frankfurt im nächsten Bundesligaspiel. Das dürfte kein allzu großes Problem darstellen. Der Trainer wird wechseln. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Bas Dost. Jetzt gibt es eine Ecke, könnte gefährlich werden. Raphael. Das macht er gut. Jetzt schießt er. Und das war hier richtig knapp. Kann man wohl sagen, etwas mehr Glück im Abschluss und das Ding wäre drin gewesen. Branimir Gota. Keine Schwierigkeit hier, ganz problemlos gehalten. Na gut, ich meine, es kann ja auch nicht jeder reingehen. Hier trifft er nicht. Trotzdem, er zeigt ein wirklich richtig gutes Spiel bisher und war ja auch schon erfolgreich. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Jetzt Martin Stranze. Jela Vogi. Askurs. Und jetzt ein Schuss. Nicht einfach bei diesem Spielstand, aber sie machen weiter mit und versuchen noch zu einem Torerfolg zu kommen. Draxler. Bendtner. Schuss! Ganz stark abgeblockt. Arnold. Den Angriff blockt er ab. Klasse aufgepasst. Branimir Gota. Da zieht er ab. Er trifft den Pfosten. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Nordfeit. Geht er rein? Kein Tor hier, aber gut, dass er das mal versucht. Ja, die Dinger kann er grundsätzlich ja auch, das haben wir schon häufiger gesehen. Lass uns noch mal auf die Szene von gerade eben schauen. Aufbereitet mit Torlinientechnik. Alle Zweifel damit beseitigt und der Beweis dafür, wie wichtig es war, diese Technik endlich einzuführen.
gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Jetzt haben sie den Ball. Gar keine Herausforderung hier für den Torhüter. André Hahn. Tor. In diesen Distanzschuss hat er alles reingelegt. Und man sieht es deutlich, den darfst du nicht zum Schuss kommen lassen. Auch und besonders da nicht. Da hat er genau Maß genommen und voll abgezogen. Keine Chance für den Torhüter. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Das ist gut. Kann ihn nicht aufhalten. Da ist er. Und jetzt der Schuss. Da passt er klasse auf. Ich weiß nicht, ob der Schuss von dort die beste Idee war. Also keine Gefahr auf jeden Fall fürs Tor. Er fasst sich einfach mal ein Herz und zieht ab, aber zu weit weg und damit einfach für den Torwart. Jelavogi. Branimir Gota. Klasse aufgepasst vom Torwart. Der Ball war abgefälscht, also gibt's Ecke. Aus der Distanz zieht er da ab. Das sieht auch richtig gut aus, aber der Torwart hat die passende Antwort. Super Parade. Der Schlussmann war hoch konzentriert und auf dem Posten. Der Ball wurde gut weggefaustet. Schussversuch. Bendtner. Ein einseitiges Spiel heute, aber gut, so ist das. Wenn bei einem Team irgendwie alles klappt und bei den anderen herzlich wenig zusammenläuft. Ganz starker Auftritt heute. Der Sieg war im Grunde nie in Gefahr, oder, Puschi? Ja, bin ich ganz deiner Meinung, Wolf. Sehr gute Leistung. Am Erfolg heute gab es, ja, ganz ehrlich, nie irgendeinen Zweifel. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.